Die Alzheimer-Demenz ist eine über Jahrzehnte fortschreitende, schleichende Krankheit, die zu einem Abbau der Gehirnzellen führt und die anfangs nicht erkannt wird und erst im fortgeschrittenen Stadium dann zu Problemen führt, Gedächtnisprobleme besonders. Neben den Gedächtnisproblemen, die ja anfangs sind, kommt dann aber auch Persönlichkeitsveränderungen, Probleme mit der Orientierung. Man verliert sich im eigenen Haus, in der eigenen Nachbarschaft. Häufig verfährt man sich und sogar depressive Verstimmungen kommen dazu. Und dann wird wirklich diese Krankheit auch anderen bewusst. Die Behandlung der Alzheimer-Krankheit hat sich in den letzten 20 Jahren wesentlich verändert. Am Anfang hatten wir nur Medikamente, die quasi durch die Zerstörung der Nervenzellen im Gehirn eine Gehirnflüssigkeit, einen Botenstoff ersetzt. Das sind Medikamente wie Donepezil oder Galantamin oder Memantin. Die haben aber nichts wirklich an der Krankheit, an dem Verlauf der Krankheit geändert. Heute und gerade in dieser Zeit, seit 2020, ist ja zum ersten Mal in den USA jetzt ein Medikament zugelassen worden, was vielleicht diesen ganzen Abbau der Gehirnzellen durch die Ablagerung von Eiweißprodukten verhindert oder auch rückläufig macht. Wie sich das noch weiterentwickelt, ist nicht ganz klar. In Deutschland ist das leider noch nicht zugelassen, aber es ist ein riesiger Fortschritt in der Behandlung für Patienten, vor allem wenn man das frühzeitig macht, wo ja, wie gesagt, diese Symptome noch nicht auftreten.